Hi, ich bin Michael Bär hier bei Warwick Distribution, dem deutschen Vertrieb von Wayuge. Heute präsentiere ich euch das Wayuge Echopus. Es wurde vom Delay-Experten George Trips für die Musiker entwickelt, die sich ein organisch klingendes analoges Delay wünschen, das mit Features versehen ist, um ein Feintuning der Delays zu realisieren. Mein Setup, diese Framus Diablo Supreme X, bezogen mit Cleartone EMP Strings der Stärke 9 bis 42. Sie ist direkt angeschlossen an das Wayuge Echopus. Von dort geht es an diesen Mesa Boogie Transatlantic Combo. Abgenommen wird die Geschichte ganz klassisch mit einem Shure SM58, was wiederum direkt an die Kamera angeschlossen ist. Mit dem Delay-Regler lässt sich die Delay-Zeit von 20 bis 600 Millisekunden regeln. Mit dem Feedback-Regler bestimmt man die Anzahl der Delays. Mit dem Tonregler bestimmt man den Ton der Delays und mit dem Blend-Regler die Effektlautstärke. Ungewöhnlich für ein analoges Delay sind diese beiden Regler hier. Hier lässt sich zum einen mit Depth die Tiefe des Chorus-Effekts auf den Delays bestimmen und mit Speed auch dessen Geschwindigkeit. Die grafische Gestaltung des Wayuge Echopus kommt von Rock'n'Roll-Artist Alan Forbes. Das Wayuge Echopus ist limitiert und es sind nur noch einige wenige erhältlich. Wie gewohnt kann das Wayuge Echopus mit 9-Volt Batterie oder auch optionalem Netzteil betrieben werden. Es ist tadellos verarbeitet und eine unbedingte Empfehlung für die, die ein schönes, analoges, warmes Delay haben wollen, das nicht jeder hat. Check it out!